Die Saison 2018/19 in der Liga 1 hat mit einem furiosen Wochenende begonnen, das jede Menge Tore für die Fans bereithielt. Insgesamt 33 Mal schlug der Ball in den Netzen hinter den Torhütern ein und die Top-4-Mannschaften PSG, AS Monaco, Olympique Lyon und Olympique Marseille feierten jeweils standesgemäße Auftaktsiege. Erlebe die Liga 1 live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. In der neuen Spielzeit präsentiert euch Goal jede Woche die besten Akteure des jeweiligen Spieltags in Frankreich. Dabei wird auf Daten von Opta zurückgegriffen. Die Liste der Top-10-Spieler setzt sich dabei aus den einzelnen Leistungen im Laufe der Saison zusammen. Aufsteiger Nimes hat die Ehre, das Ranking der Top-Spieler nach dem ersten Spieltag anzuführen. Der eingewechselte Clement Depres steht dabei mit einer Punktzahl von 98,2 ganz oben. Die Krokodile waren in der vergangenen Zweitligasaison das Team mit den meisten erzielten Toren und stiegen hinter Liga-Primus Stade Reims mit furiosem Offensivfußball in die französische Belletage auf. Diese Spielweise hat das Team auch am ersten Spieltag gegen Angers wieder auf den Platz gebracht. Depres sorgt für den Traumstart von Nimes in der Liga 1. Als der Aufsteiger in der Partie 1:3 hinten lag, kam Depres von der Bank und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel, aber alle Hoffnungen auf einen Triumph wurden jäh zerschmettert, als Florian Miguel einen Platzverweis kassierte. Doch nur 6 Minuten später, in der 85. Minute, sorgte Renaud Rippert für den Ausgleich und bereitete die Bühne für Depres. Der 23-Jährige schnellte zum Kopfball hoch, wuchtete das Leder in Richtung gegnerisches Tor. Pech für Angers, dass mit Romain Thomas der eigene Verteidiger spielentscheidend eingriff, indem er den Kopfball ins eigene Tor abfälschte. Eigentor, das Spiel eröffnete Sada Tioub mit der 1:0-Führung für Nimes, der damit gleich zum zweitbesten Performer des Spieltags aufstieg. Auf Platz 3 des Rankings findet sich Stürmer Nicolas Pepe vom OSC Lille, der auf eine Punktzahl von 96,6 kommt. Der ehemalige Torjäger von Angers, der im Sommer oft mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht wurde, kam in der abgelaufenen Spielzeit meist im Sturmzentrum zum Einsatz. Nun ist er wieder auf seine bevorzugte Position, den Flügel, zurückgekehrt. Der 23-Jährige half Lille dabei, einen 0:1-Rückstand noch umzudrehen und in einen 3:1-Sieg zu verwandeln. Dabei erzielte Pepe nach einem Pass von Yassine Benzia das Siegtor. Er steht damit sinnbildlich für den starken Auftritt von Lille zum Ligastart. Alle Spieler, die es in die Top-10 geschafft haben, konnten sich auch in die Torschützenliste eintragen. Von Lille schaffte es mit Jonathan Bamba, der einen Assist von Pepe veredelte, noch ein zweiter Spieler in das Ranking. Memphis Depay meldete sich auch eindrucksvoll nach der Sommerpause zurück. Er verwandelte einen Freistoß in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Gegen Amiens nahm er einen gewohnt kurzen Anlauf und feuerte das Leder ins rechte obere Eck. Emiliano Celle und Radamel Falcao schafften es auch in die Top-10, nachdem sie erst im Laufe der 90 Minuten eingewechselt wurden. Liga 1, das Wochenende der Einwechselspieler. Allgemein war es das Wochenende der Einwechselspieler. Viele Spieler, die von der Bank kamen, konnten ihren Mannschaften weiterhelfen. Timothy Weah, Ranking von 89,0, kam bei PSG für Neymar ins Spiel und feierte gleich sein Tordebüt im französischen Oberhaus. Spielerteam, Gegner, Positionsgott, Clement Depres, Nimes, Angers, Angriff 98,2, Sada Tioub, Nimes, Angers, Mittelfeld 97,6, Nicolas Pepe, Le Rennes, Angriff 96,6, Emiliano Celle, Nantes, Monaco, Angriff 95,5, Jonathan Bamba, Le Rennes.
Mittelfeld 95.3 Memphis Depay Lyon Amiens Mittelfeld 93.5 Angelo Fulgini Angers Nimes Mittelfeld 91.8 Radamel Falcao Monaco Nantes Angriff 90.7 Roni Lopez Monaco Nantes Mittelfeld 89.6 Timothy Weah PSG 10 Angriff 89.0